Leute, heute geht unser Papa auf Geschäftsreise und deswegen kriegen wir eine neue Babysitterin, die auf uns aufpassen wird. Das Problem ist nur, Freunde, ich habe gehört, dass die richtig gruselig sein soll und böse. Und deswegen habe ich voll Angst, Leute. Gut, hört mir zu, Kinder. Ihr wisst, euer Vater muss heute wieder auf Geschäftsreise, ne? Auf Geschäftsreise? Oh. Papa, aber wir wollten doch heute was unternehmen. Wir wollten doch ins Legoland Spaß haben. Hört mir mal zu, Kinder. Wir können das Legoland doch gern verschieben, aber euer Vater muss heute sein Smaragdgeschäft weiterführen, das wisst ihr doch. Smaragdgeschäft? Oh, wow, das scheint wohl sehr wichtig zu sein. Wichtiger als Spaß zu haben. Okay, naja, können wir wenigstens noch zusammen frühstücken? Wir wollen nicht immer zu Hause alleine bleiben, weil wir haben keine Eltern. Okay. Was hält ihr davon, wenn ich heute wieder die Babysitterin anrufe? Dann könnt ihr eine tolle Babysitterin bekommen, Babysitterin? Ich weiß ja nicht ganz. Weißt du, wir kennen die überhaupt ja nicht. Ja, genau. Die ist nicht so cool wie du. Ach, kommt schon, Kinder. Die ist bestimmt cool. Ich hab die bei www.deinebabysitterin.de. Das ist total seriös, oder nicht? Ja, kann sein, aber bestimmt ist sie so eine alte Schachtel, oder nicht? Genau, wir wollen eine Junge. Die soll so sein wie wir. Die soll mit uns spielen können. Ja, die alte, okay, die wird bestimmt... Okay. Hört mal zu, Kinder. Ich werde kurz ein kleines Telefonat machen. Ja, einen Moment. Okay. Oh, Mann, wir kriegen eine Babysitterin. Hast du das gehört? Einen wunderschönen guten Tag. Ja, eine Babysitterin. Du bist die Babysitterin? Ja, Subi, kannst du direkt vorbeikommen? Gut, alles klar. Also hört zu, Kinder, die kommt mit der Yacht. Die kommt mit einer richtig, richtig coolen Yacht an. Und dann wird sie mit euch dort spielen. Wow, also sie ist richtig reich, oder? Okay, dann bis bald, Papa. Wann kommst du wieder? Kinder, das könnte bestimmt schon eine Woche andauern, wisst ihr? Weil ich meine, ich muss echt lange weg. Ich muss nach London, dann nach Paris und dann nach New Jersey. Ach Mann, schade, ja wirklich. Aber wenn die Babysitterin cool ist, dann bin ich einverstanden. Ja, ich auch. Okay, hört mir zu, Kinder. Ich hab euch echt lieb. Ja, hier, ein kleines Küsschen. Danke. Komm her, mein kleiner. Okay, wir sehen uns dann, Kinder. So, ab. Kaffee. Tschüss, Papa. Ciao, Papa. Kommt da hinten vom Meer aus, ne, mit der Yacht. Wow, da ist ja schon eine Yacht. Oh, okay, ich glaube, ich sehe sie schon. Ich gehe schon mal zum Heli, Jungs. Wir sehen uns in der Woche. Tschüss, Papi. Tschüss, ciao. Mein Liebling. Du hast recht, Simnaki. Schau mal dort vorne. Dort vorne ist eine Yacht und da ist ein Mädchen, oder nicht? Ja, sehe ich auch. Die ist anscheinend richtig jung. Das ist doch perfekt, Okri. Ich wollte die schon wieder so eine Oma kriegen. Tschüss, Kinder. Ja, die hat uns bestimmt verboten, mit dem Handy zu spielen und sowas. Oh ja, guck mal, Papa fliegt gerade weg mit seinem richtig teuren Helikopter. Lass uns sofort zu der Babysitterin gehen. Die wird uns bestimmt auch ein paar Sachen erlauben, die uns Papa nicht erlauben tut. Ja, ganz genau. Papa ist zwar richtig korrekt, aber er ist auch ein bisschen streng, weißt du? Manchmal erlaubt er uns nicht so viel zu zocken, wie wir wollen. Genau, das ist voll fies von dem und sie wird uns bestimmt alles erlauben. Wir können voll coole Dinge gemeinsam unternehmen. Und wann hört es endlich auf zu regnen? Keine Ahnung. Es fängt irgendwie immer weiter an zu regnen. Wow, es hat aufgehört zu regnen und es ist wieder Tag. Okri, so sieht das schon viel besser aus. Ja. Und jetzt sieht man auch dort oben die Tauben fliegen. Und du bist also unsere Babysitterin, hab ich recht? Ja, hallo liebe Kinder, ihr könnt schon mal aufs Boot kommen oder was möchtet ihr denn gerne machen? Hauptsache, die lassen mich in Ruhe. Was wollt ihr denn gerne machen? Wir wollen spielen, den Spiel, ganzen Tag spielen, genau. Ja, okay, dann geht mal schön spielen. Wenn ihr was wollt, kommt bitte nicht zu mir. Kümmert euch um euch selbst. Ihr seht aus wie 10, da kann man sich schon um sich selbst kümmern. Hä, aber ich dachte, eine Babysitterin macht immer etwas zu essen und spielt mit uns. Ja, was wollt ihr denn essen? Naja, die hört sich nicht so motiviert an, Okri. Ja, finde ich auch. Irgendwie hört die sich ganz genervt an. Lass sie mal fragen, was los ist. Wir sind doch voll nett zu der. Hey, Babysitterin, warum bist du so fies zu uns? Wir sind voll nett zu dir. Genau. Ich bin auch gar nicht gemein. Wollt ihr jetzt was essen oder nicht? Okay, dann stellen wir dir jetzt unser Zuhause vor. Das ist richtig cool. Eine riesen Millionärsvilla. Schau selber, unser Vater ist so reich, der hat uns das alles gekauft. Genau, und ich zeig dir jetzt sofort unsere Küche. Da kannst du uns bestimmt was zu essen machen, oder? Hey, nein. Ey, Simlaki, lass uns erstmal hier unter der Villa alles zeigen. Das ist richtig, richtig cool. Schau mal hier vorne, was wir haben. Wir haben einfach in einem kleinen Raum hier einen Pool. Cool, das freut mich für euch. Ich habe eine ganze Yacht. Hat das für euer Vater auch? Natürlich. Ja. Unser Vater hat sogar einen privaten Helikopter. Willst du mal reinspringen in den Pool? Nee,
danke, kein Interesse, aber kannst du ja machen. Okay, wenn du nicht in den Pool springen willst, dann spring ich halt in den Pool und ich bin... Ah! Hey, was soll das? Sie hat dich geschubst im Lucky. Ja, ich hab's gesehen, was sollte das? Bist du etwa neidisch, dass wir so einen coolen Goldpool haben, oder was? Eine Biene, pass auf! Oh nein, 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 du musst nicht helfen! Ich schlag sie zurück, und... Oh nein, du hast sie gegen Ukri geschlagen, was soll das? Aua, die hat mir ganz, ganz tief in den Popo gebissen. Das alles wegen dir, Babysitterin. Genau. Warum hast du die auf mich geschlagen? Ja, das tut mir leid, ich wollte die zur Seite schlagen. Und da habe ich nicht gesehen, dass du an der Seite schießt. Dann habe ich sie zu dir... Aber das kann nicht wahr sein. Du hast auch mich in den Pool geschubst und das war gar nicht cool. Ja, das habe ich nicht extra gemacht. Das tut mir ja leid. Nicht extra. Oh Mann, was ist das? Eine Ziege? Eine Ziege? Was macht die hier? Nein, das ist ganz sicher nicht unser Haustier. Hast du die hergeschleppt? Oh nein, 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 Freunde, wir müssen schnell wegrennen. Was macht eine Ziege hinter uns? Ich bin nicht so schnell. Okay, wo rennst du schnell? Okay, komm schon, die Treppe hoch und zack. Oh nein, die Ziege ist so schnell, Okri. Was machen wir denn jetzt? Baby, bist du dran, du musst uns helfen. Komm, wir gehen da schnell rein und zack, ich komm nicht an den Knopf ran. Hey, mach die Tür auf! Okri, was machen wir jetzt? Ich bin nicht groß genug, ich kann den Knopf nicht erreichen! Ich kann euch nicht hören! Was? Nein, Okri! Ah, jetzt geht's! Nein, Okri, renn rein um mein Leben! Ich bin hier runter und... Meine Beine! Die hat uns einfach ausgesperrt. Oh ja, warum macht die sowas? Die Babysitterin ist so fies. Ja, wie kann man so fies sein? Die hat uns ausgesperrt und die Tür nicht aufgemacht. Die wollte, dass die Ziege uns in den Popo rammt. Ja, genau. Und dann hat die noch gelogen, dass sie uns nicht hören kann. Wieso macht die sowas? Oh nein, es ist Nacht. Zombies kommen. Renn, renn, renn. Okri, was machen wir jetzt? Oh Mann, alles läuft schief. Ich dachte, die macht uns Essen, spielt mit uns, aber die will uns nur ärgern. Ja, die will uns auch nur ärgern. Die ist richtig fies. Euer Vater mit stinksauer, wenn jetzt nicht auftaucht. Was? Sie soll zu ihr? Okay, also wir kommen ja. Alles gut. Was ist denn los? Kommt sofort her. Wenn euer Vater erfährt, dass hier irgendwas passiert ist, dann kriege ich ein Problem. Versteht ihr das? Aber du hast uns doch ausgesperrt. Genau. Das war nicht mit Absicht. Ihr seid so klein, da übersieht man euch halt. Was? Wir sind gar nicht so klein. Wir sind 9 und fast 10 Jahre alt. Ganz genau. Und ich bin Okri. Ihr seid 1,49 groß und ich fast 1,80. Was ist bitte daran nicht klein? Spielt jetzt auch keine Rolle. Wenn ihr jetzt was essen wollt, dann folgt ihr mir jetzt gefälligst. Okay. Warum ist sie denn auf aber einmal bitte so mach was Gutes essen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie uns so was richtig Ekliges gibt, ne? Ich koche euch mal was richtig Gesundes. Hey, gib dir mal, die ist richtig fies. Oh ja, Digga, warum ist sie so fies, Mann? Oh Mann, das ist voll komisch. Ich hab mir's anders vorgestellt. Ich auch nicht, Mann. Warum hat Papa uns das angetan? Der hätte einfach hier bleiben sollen. Oh ja, ich werd richtig traurig. Oh Mann. Jetzt hört auf zu heulen. Wenn ihr essen wollt, dann hört auf zu heulen. Was? Tröste uns doch. Wir sind kleine Kinder. Wir dürfen weinen. Warum meint ihr denn überhaupt was? Ja, manchmal muss man essen. Essen? Essen? Hast du schon das Essen fertig gemacht? Oh, wie nett von dir. Und wo ist das Essen? Ich dachte, du wärst ganz... Was? Mal. Eine Kuh? Jetzt werdet ihr sehen, wo Schweinefleisch und alles mögliche Fleisch echt herkommt. Was? Nein, sie will nicht an der Kuh. Okri, lass uns schnell weggehen. Ich will da nicht zu. Okri, wohin gehst du? Oh nein, sie hat die Kuh. Ich habe das mit meinen eigenen Augen gesehen. Sie hat die Kuh einfach... Oh, du weißt schon. Oh nein, die schreit uns auf, Mutter. Und sie hat das noch trauriger gemacht, Freunde. Was passiert hier? Oh Mann, die war so süß, die Kuh. Das war doch die Kuh Jeffrey. Die war immer noch hinten und hat mit uns gespielt. Und sie hat einfach... So, ich gehe kurz weg, mache das Steak. Oder wollt ihr wieder was anderes essen? Habt ihr es euch anders überlegt? Nein, wir wollen nichts anderes essen. Bloß nicht noch ein Tier. Du weißt schon. Okay, mach uns das Steak. Okay, bis gleich. Oh Mann, wir können ja nicht verhungern. Aber trotzdem, schau mal, das vorne ist ein süßer Hase. Oh, wow, da ist ein Hase. Aber nein, Okri, das darfst du nicht so laut sagen, sonst weißt du, was passiert. Aber Okri, pass mal auf. Ich muss dir was sagen, okay? Ich sag's dir ganz leise. Ja, komm, erzähl, Simlucky, erzähl. Also, pass mal auf. Du weißt ja, die ist da mit einem Schiff gekommen. Sollen wir einfach mal vorbeischauen? Weil ich glaube, die ist ganz böse. Und vielleicht können wir da ein bisschen mehr über sie erfahren auf dem Schiff. Warte mal, du denkst wirklich, sie hat was
sie hat was Fieses vor. Ich kann mir es auch gut vorstellen, sie kommt mir nicht so ganz normal rüber. Sie ist etwas komisch, oder nicht? Komisch? Etwas? Oh Mann, Ugrin, die hat gerade eine Kuh für uns erledigt, damit wir was zu essen kriegen. Und davor hat sie uns von einer Ziege in Popo rammen lassen. Das war auch nicht cool. Ja, das war überhaupt nicht cool. Ey, Leute, schreibt mal in die Kommentare. Sollen wir jetzt zum Schiff gehen? Wenn ja, dann lasst alle jetzt ein Like da. Genau, Freunde, sonst habe ich nicht den Mut, weil vielleicht ist doch was ganz Schlimmes. Wir werden es gleich erfahren. Und was ist überhaupt mit der Babysitterin? Also, ihr habt es verstanden. In 3, 2, 1 und 0. Und like los. Jetzt sofort das Video und abonniert. Oh, wow. Okay, Freunde. Ich so viele glaub, Likes? Ja, deswegen gehen wir jetzt auf das Schiff und werden herausfinden, was sich dort aufhält. Okay, alles klar, alles klar. Ich habe das Gefühl, da ist wirklich was Schlimmes. Wenn die Leute wollen, dass wir dorthin gehen, dann ist es halt so. Ein Fisch? Okay, ein Fisch? Wow, was macht der denn? Ab ins Wasser wieder mit dir. Komm schon. Oh, nein, nein. Er will uns was zeigen. Was will der uns zeigen? Warte mal, was macht der hier überhaupt? Ein Fisch? Nicht im Wasser? Was ist das denn? Okay, siehst du das auch? Oh, nein, 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 bloß nicht berühren, bloß nicht berühren. Ich glaube, du weißt, was das ist. Ja, ich glaube, der Fisch will uns was sagen. Was will der uns sagen? Oh, er ist wieder im Wasser, Okri. War wohl nur ein Zufall. Lass uns mal runtergehen. Was ist hier vorne? Okay, wie geht da rein? Auch ganz viel von diesem... Von diesen roten Spuren. Was ist das? Rote Spuren, Okri. Ich glaube, du weißt, was das ist. Nein, wo seid ihr? Ich weiß, was das ist. Der Truhe? Ein Schwert! Oh nein, 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 nein! Bloß nicht auf diese rote Sauce! Ah, die Babysitterin ist da! Oh nein, oh nein, Ugri, was machen wir jetzt? Ist da. Ja, hallo, wir wollten uns nur ein bisschen umschauen. Wir wollten gerade schwimmen gehen im Meer. Wo wart ihr? Wie gesagt, wir wollten schwimmen Kacka gehen. Kacka machen! Ja, Kacka machen! Wart ihr auf meiner Yacht? Pupsi, Pupsi, ja? Ja, genau! Warum wart ihr auf meiner Yacht? Pupsi, Pupsi, sag dich doch. Ja, genau. Hab ich euch erlaubt, da drauf zu gehen, wenn ihr ein Haus habt? Nein, aber du hast uns nichts davon gesagt. Deswegen dachten wir, wir können einmal vorbeischauen. Schau mal. Unerzogenen Irren. Oh nein. Das ist ein Typ. Das ist ein Typ. Ey. Wer war das? Der war gefesselt im Holz oder sowas. Das war mein Ehemann. Dein Ehemann? Bitte hilf mir! Was machst du da? Lass ihn in Ruhe! Okay. Das ist mein Ehemann. Stimmt's, John? Ja, genau. Der passt ein bisschen auf die Yacht auf. Das ist nur sein Anzug. Er ist nicht gefesselt oder so. Das sieht nur so aus. Das ist gar nicht alles echt. Das ist einfach nur Schauspiel. Ah, okay. Verstehe, verstehe. Oh Mann, wir dachten schon, du hast ihn gefesselt dort unten. Und das ist irgendein Fremder. Aber wenn es dein Ehemann ist, dann... Okay. Ja klar, dann geht das auf jeden Fall fit. Ja, okay, Babysitterin, wir gehen dann jetzt wieder weg, ja? Ja, ja. Lass mich nicht allein. Hast du das gehört? So, jetzt reicht's mir aber langsam mit euch Rotzgehören. Jetzt geht's sofort ins Haus. Was? Okay, wir rennen schnell weg. Raus. Wir dürfen anscheinend nicht an der Chef. Okay, hast du es gesehen? Ich werde dir auf keinen Fall glauben. Was meint ihr, Freunde? Sollen wir ihr glauben oder nicht? Ey, schreibt mal in die Kommentare. Können wir ihr vertrauen oder nicht? Schreibt es in die Kommentare. Schnell, schnell, schnell. Genau, ja oder nein? Oh Mann, okay, ich weiß wirklich nicht. Und weißt du, was sie ihm zum Essen gegeben hat? Nein, was denn? Verrottetes Fleisch. Das ist doch kein normales Essen. Das gibt man nur Leuten, die man nicht mag. Und das ist ihr Ehemann. Ich glaube ihr das alles nicht. Stimmt, stimmt, stimmt. Oh Mann, wie kann man so fies sein? Wir müssen sie irgendwie aufhalten. Und wir müssen den einen Typen da befreien. Okay, okay, ich habe eine Idee. Wir müssen irgendwie versuchen, jetzt zu überleben, bis unser Vater kommt. Und wir werden ihr die ganze Zeit verheimlichen, dass wir eigentlich wissen, dass sie richtig böse ist. Ganz genau so machen wir das, okay? Ja, aber irgendwie macht mich das wütend. Ich kann das nicht einfach so auf mir sitzen lassen. Die hat da irgendeinen Typen eingesperrt. Schau, was ich gefunden habe. Das war in ihrer Truhe. In ihrer Truhe? Was ist das denn, Ugri? Ein Buch? Oh, ich wusste. Sie ist eigentlich ganz lieb und will nur lesen. Nein, nein, nein. Schau, was da drin steht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da steht was ganz, ganz Schreckliches. Schau. Nimm. Hast du schon gelesen? Du weißt doch ganz genau, wir können doch nicht so gut lesen. Nein, ich habe noch nicht gelesen, aber schau du mal. Okay, davor müssen wir uns aber hier hinter verstecken. Nicht, dass sie uns sieht. Und zack, und warum hast du sie geklaut? Was, wenn sie auffällt? Oh nein, oh nein, oh nein. Stimmt. Dann wird die uns bestimmt hier vorne ins Feuer packen. Ah! Oh nein, Ugri, sag doch sowas nicht. Oh Mann, das kann alles nicht wahr sein. Wir müssen das Buch irgendwann wieder zu ihr zurücklegen. Aber warte, ich schau mal rein. Und zack. Mein Tagebuch. Es ist ihr Tagebuch! Was? Ihr Tagebuch? Oh nein, schau, was sie geschrieben hat.
an. Okay, das mache ich. Sie steht noch auf dem Schiff. Du weißt ganz genau, okay, ein Tagebuch, da wird sie jeden Tag reingucken. Und deswegen wird sie fragen, wo ihr Tagebuch bleibt. Ich würde sagen, wir verstecken uns genau hier. Und jetzt schaue ich rein und... so, was steht da? Hahaha, ich habe heute einen Babysitter-Termin. Ja, genau, mit uns. Ja, stimmt. Stimmt ja alles, oder? Ja, ist nichts Schlimmes, Okri. Ich muss auf zwei Jungs aufpassen. Oh ja, auf uns. Ich glaube, sie ist eigentlich ganz lieb. Und ja, einer ist blau und einer ist rot. Das gefällt mir. Was? Nee, da steht nicht, das gefällt mir. Das gefällt mir gar nicht. Meine Lieblingsfarbe ist schwarz. Was? Ja, okay, na gut. Jeder hat seine eigenen Präferenzen, weißt du? Okay, ich würde sagen, wir lesen einfach mal weiter. Ich glaube, wir haben uns einfach getäuscht, Freunde. Und sie ist doch ganz lieb. Und was steht dort als nächstes? Zack, deswegen werde ich mit ihnen dasselbe anstellen, wie mit den anderen Kindern, bei welchen ich vor ihnen war. So, nein. Warte mal, was hat die denn angestellt mit den Kindern davor? Weiß ich nicht. Vielleicht hat sie mit ihnen gespielt und ihnen Essen gemacht, aber ich glaube nicht. Das denkst du doch nicht wirklich, Sablaki. Die ist richtig schlimm, die macht doch niemals Essen für uns. Ey, ich schau doch selber. Die war die ganze Zeit schon fies zu uns. Oh ja, du hast recht. Die war kein einziges Mal lieb zu uns. Was sollen wir jetzt nur machen? Ey, ich habe eine Idee. Wir ziehen uns Papas Rüstung an, okay? Bist du einverstanden? Oh nein, die ist doch viel zu schwer. In der kannst du dich gar nicht bewegen. Doch, na klar. Ich bin jetzt Ritter Okri. Und ich werde sie aufhalten. Brauchen nur noch ein Schwert. Oh ja, ganz genau. Und dann werden wir sie besiegen. Okay, das ist eine richtig gute Idee. Wir werden der Babysitterin das Heim zahlen, was sie mit uns angetan hat. Ja. Komm, zieh den Helm an und... Zack, Freunde, jetzt sind wir zwei richtig gute Ritter und damit können wir die Babysitterin ein für alle Male auslöschen. Ganz genau. Komm her, Babysitterin, wo bist du? Du hast keine Chance. Zack, zack. Zack, zack, zack. Okri, wir werden das schaffen. Komm von der Seite, komm. Genau, das machen wir. Die ist bestimmt nicht so stark. Okri, wir schleichen dir es an und werden sie besiegen. Ja. Damit die nicht noch was Schlimmes mit uns anstellt. Und wir müssen den Typen da vorne retten. Also, na gut. Und zack. Nein, Okri, was machst du? Ich komm nach und, Mann, das ist so schwer, die Rüstung. Ich kann fast gar nicht schwimmen. Und, perfekt. Komm hier hoch aufs Boot. Okay, also, und jetzt rüber. Was macht die da eigentlich? Ich habe eine gute Idee. Ey, Simlaki, lass uns eine Falle hier stellen, okay? Oh nein, Okri, ich habe eine bessere Idee. Wir werden sie von hinten überraschen. Okay, na gut, das ist eine richtig gute Idee. Wir sind viel stärker. Wir sind zwei starke Jungs, Mann. Oh Mann, wie geht's eigentlich denn meinem Mann? Ich habe ihm die Finger geschmeckt. Was? Finger geschmeckt? Sablaki! Oh nein, ich hab's gehört, Okri! Oh nein, ganz leise, wir dürfen bloß nicht zu laut sein! Gib dir mal, die hat einfach gesagt, Finger geschmeckt! Oh ja, ich hab's gehört, Okri! Oh nein, du musst leise sein! Weißt du was, wir beobachten die jetzt oder wir lauschen ihr zu! Oh nein, schnell wieder hoch! Sie hat mich fast gesehen! Ey, sie war dort unten mit diesem Typen dort, der dort gefangen wurde! Was? Wirklich? Okay, wir dürfen auf keinen Fall runtergehen, wir werden einfach hier oben bleiben! Was sagt die nur? Ich glaube, wir hören sie! Ich werde mit den Kindern dasselbe machen wie mit dir. Dann kannst du die doch essen, wenn du willst. Ich gebe dir nichts mehr zu essen. Du wirst hier verhungern. Was hat sie gesagt? Sablaki, wir müssen sie schnell aufhalten. Oh ja, wir müssen sie aufhalten. Aber sie macht mir Angst, Okri. Ich kann das nicht. Wir sind noch klein, wir haben keine Chance. Oh, ey, du hast recht, Mann. Oh, komm schon, wir müssen es schaffen. Ey, was habe ich denn da oben gehört? Was? Ist da wer? Hallo? Nein, da ist keiner. Oh nein, das habe ich gemacht, Okri. Wir müssen schnell weg. Was fragst du denn? Sie, kleinen Bengel, bleib stehen. Sablaki, warte, ich halte sie auf. Komm, komm schon. Wir haben dich bekommen, da kommst du nie wieder raus. Tschüss, hier, ich mach Pupsi auf dich. Pupsi, kaka. Was macht ihr? Ah, hört auf. Ha, denkt ihr, ihr werdet mich so abhalten? Ich komme. Was? Renn. Oh Mann, Pupsi war doch nicht OP-Attacke, renn weg. Oh ja, ich dachte auch, dass wir sie damit besiegen können, aber sie ist wohl sehr stark. Oh nein, Okri, wohin rennst du? Wir werden der Sackgasse verstecken. Nein, werden wir nicht. Schau dort vorne, hier können wir lang. Zack, zack, zack. Oh ja, du hast recht, wir rennen da durch und zack, zack, zack. Wir werden es schaffen. Ganz ruhig. Okri, komm schon. Die sieht mich nicht. Nein, ich gehe hinter uns, Okri. Was? Was sagt die da, Okri? Wir müssen schnell weg. Warte, wo denn lang? Ich wurde gefangen. Oh nein, Okri, was machen wir? Nein, ich weiß nicht, wo lang. Was? Okri, Snake? Oh nein, Okri. Renn. Okri, ich kann nicht mehr. Schnell zum Helikopter. Oh nein, ich kann auch nicht mehr. Ich hab keine Brust mehr. Und jetzt kriegt ihr beide einen auf die Mütze. Was?
Freunde, Mann, heute kann ich bestimmt wieder mit Ugrim Pool spielen. Und, ich stehe mal auf. Warte mal, Freunde. Oh nein, ich hab ganz vergessen. Die Babysitterin. Oh, sie hatten sie gefangen genommen. Okay, du musst schnell aufstehen, Was ist denn los? Was los ist? Schau dir das an. Du weißt doch ganz genau, was passiert ist. Oder hast du dein Gedächtnis verloren? Oh, warum brennt hier? Oh doch, stimmt, die Babysitterin. Oh nein, schau mal, was für ein Raum wir sind. Da ist sie. Hallo, Kinder. Na, habt ihr gut geschlafen? Gut geschlafen? Ja, eigentlich schon. Ja, aber du hast uns hier eingesperrt. Lass uns sofort wieder raus. Na, okay. Reicht doch mal wieder mit den Netzen. Ihr werdet gleich als Steak auf meinen Grill landen. Steak? Aus uns? Nein, ich will nicht zu Sam Lucky Steak werden. Mach euch gleich zu Schaschlik. Ich vorbereite nur schon mal die Zwiebeln. Und dann komm ich. Was? Oh nein, nein, das kann nicht kriegen. Okay, sie wird in 5 Minuten kommen und dann ist unser Ende geweiht. Oh Mann, Sam Lucky, wie konnte das passieren? Wir müssen hier irgendwie raus. Oh ja, wir müssen hier wirklich raus. Ich werde es versuchen. Und zack, 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 zack. Dieses blöde Stein muss weg. Oh Mann, das ist stahlhart. Da kommen wir nicht so einfach durch. Oh, du hast recht. Und hier brennt es. Hier wird es immer heißer. Hier wird es wirklich immer heißer. Oh, wow, ich habe mich schon verbrannt. Das tut so weh. Warte mal. Warum ist hier eigentlich kein Stein? Okay, kriegen wir das irgendwie auf? Okay, Freunde, wir brauchen genug Power, um das aufzukriegen. Aktiviert jetzt alle die Glocke. Genau, Freunde, ihr habt's verstanden. Und macht es sofort, damit wir hier rauskommen. Sonst schaffen wir es nicht. Und dann wisst ihr ganz genau, was passieren wird. Oh nein, die Babysitterin kommt schon. Freunde, schnell. Kinder. Oh nein, Freunde, aktiviert jetzt sofort die Glocke. Und zack. Perfekt, okay, wir haben es aufbekommen. Jetzt müssen wir hier nur noch durch irgendwie. Komm schon, wir müssen das schaffen. Wir müssen hier durch. Okay, du bist durch, aber ich nicht. Oh nein, das ist die Babysitterin. Was machen wir jetzt? Was macht ihr da? Ein Ausbruchversuch. Ich schnippe euch und werde euch kriegen. Du willst uns kriegen? Nein, du wirst uns niemals kriegen. Und zack, perfekt, wir sind draußen und die konnten. Nein, Ukri, wir müssen hier schnell wegrennen. Renn. Sam Lucky, wir nehmen den Helikopter von Papa. Okay, das machen wir, Ukri. Du musst hier schnell lang. Oh nein, die Babysitterin. Oh Mann, wir nehmen den Helikopter und dann werden wir hier weg, okay? Ja, komm, schnell, Sam Lucky, wir schaffen das. Okay, wir müssen rennen. Zu meinem Essen. Was? Was redet ihr da? Sie ist nicht rein. Helikopter, ihr müsst Schatten, let's go! Wir fliegen! Und zack, 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 zack! Okay, wir haben es geschafft! Wir sind oben in den Lüften! Oh Mann, das war so knapp! Oh ja, das war richtig knapp! Oh Mann, wir haben es aber zum Glück geschafft! Okay, ich freue mich schon so auf unseren gemeinsamen Urlaub! Oh ja, aber Sam Lucky bleibt sitzen, das ist echt gefährlich, im Flugzeug aufzustehen! Ja, stimmt, Ukri, ich hab echt Angst. Schau mal, wie weit oben wir sind! Oh, warte, lass mich mal schauen und... Oh, wir sind einfach über dem Meer! Oh ja, gleich sind wir einfach am Strand, Ukri, und werden schön schwimmen! Ich freue mich schon! Oh Mann, du weißt gar nicht, wie ich mich freue, Mann! Ich will einfach so gerne schwimmen, in die Sonne scheint alles, wird so schön, Sam Lucky! Oh ja! Achtung, eine wichtige Durchsage. Hey, hast du es gehört? Hm? Ja, der Pilot hat eine Durchsage gemacht. Was ist denn los, Pilot? Also, hört mal gut zu. Das Flugzeug wird in wenigen Minuten abstürzen. Hä? Warum sind Sie denn nicht am Steuer? Ja, ganz genau. Geh mal ans Steuer. Du musst uns retten. Es ist zu spät. Wir werden alle draufgehen. Was? Okay, nein. Ruhig. Hör mir zu. Ich wollte dir das schon immer sagen. Ja, okay. Was ist los? Ich war der immer deinen roten Wecker blau angemalt hat, weil blau viel besser ist. Nein, rot ist viel besser. Oh nein, keine Zeit zum Schreiben. Das sind unsere letzten Minuten. Ich komm, wir stößen ab. Ich kann nicht mehr lange kontrollieren. Was passiert denn jetzt, Sam Lucky? Ich liebe dich. Vergiss das niemals. Du warst immer mein Bruder für mich. Ich stütze jetzt eigentlich ab. Ich weiß nicht. Da passiert doch gar nichts, Pilot. Oh, stimmt. Ich glaube, wir haben über... Freunde, was ist mit mir passiert? Oh, alles tut so weh. Mein Knie. Wo ist Ukri? Ukri. Wo ist der Pilot, Freunde? Bin ich etwa der Einzige, der überlebt hat? Und ich kann nicht mal gehen, weil alles so weh tut. Nein, was ist das hier auf dem Boden? Oh Mann, Freunde, warum ist das nur mir passiert? Mir tut alles weh. Schaut euch das mal an. Das ganze Flugzeug ist abgestürzt, Freunde. Das
ist eine Kiste. Was ist das? Kein Essen. Na los, komm schon mit, Gefangener. Nein, ich bin nicht dein Gefangener. Lass mich in Ruhe, ey. Hör auf damit. Schneller, schneller. Aua. Nein, lass mich in Ruhe. Hilf mir. Du bist so langsam. Was geht da ab? Nein, oh, Uki. Ja, ich werde dir helfen. Hilfe. Oh nein, Freunde. Ich muss Uki schnell helfen. Schnell daher. Und, oh Mann, ich kann mich doch nicht bewegen, weil mir alles wehtut. Wo sind die hingerannt? Oh nein, Uki wurde einfach verschleppt von... war das ein Mädchen? Voll komisch. Oh nein, ich muss hinterher... Oh mein Uki, ich werde kommen, ich werde dich retten. Wo sind die nur hingerannt? Die sind in den Dschungel gerannt. Wir sind hier auf einer einsamen Insel. Was ist das hier für eine Insel? Und warum leben hier Mädchen? Oh Mann, Freunde, ich bin so langsam. Ich glaube, ich habe Uki aus den Augen verloren. Wo bin ich hier? Die sind hier irgendwo lang gerannt. Hier sind einfach Häuser. Aber warum sind die alle pink, Freunde? Warum sieht es hier so komisch aus? Leben hier etwa nur Mädchen? Nein, sowas gibt es nicht. Warte mal, wer ist das da vorne denn? Ich muss mich verstecken. Lecker Honigkekse, ich liebe Honigkekse. Nam, nam, nam. Das ist auch ein Mädchen. Schaut mal, es ist ein ganz schönes Mädchen, muss ich sagen. Was macht die da? Und warum sehe ich auf dieser Insel nur Mädchen? Sie kommt runter. Oh, ey, was ist das leise? Oh nein, ich glaube, ich habe mich so ein bisschen zu viel bewegt. Oh, ich habe was gehört. Oh nein. Wer bist du? Freunde, was soll ich sagen? Bist du etwa das neue Mädchen? Mädchen? Nein, ich bin ein Junge. Ich heiße Blacky. Warte mal, ein Junge? Oh nein, hier dürfen keine Jungs hin. Das ist verboten. Was? Warum denn nicht? Ich bin ein Junge und kein Mädchen. Nein, nein, hier dürfen nur Mädchen sein, sonst wirst du gleich nur aufgefressen. Aufgefressen? Was? Warte. Mein Freund Uri, der wurde verschleppt von irgendeinem anderen Mädchen. Sag mir bitte nicht, der wurde aufgefressen. Nein, das war doch natürlich nur ein Spaß, aber hier sind trotzdem keine Jungs erlaubt. Oh Mann, aber weißt du, du kommst mir so nett rüber und du bist so schön. Ich habe noch nie einen Jungen davor gesehen. Meinst du wirklich? Oh, dann können wir hier zusammen leben. Wie heißt du eigentlich? Ich natürlich nicht. Hilfe, hier ist ein Junge. Hilfe. Der will mich aufressen. Was? Nein, ich will dich doch gar nicht auffressen. Was redet die da? Oh nein, sie hat doch Hilfe. Oh nein, ich bekomme ich. Was? Ihr wollt mich bekommen? Oh nein. Mädcheninsel. Oh nein, Freunde, ich muss hier schnell weg. Schnell. Die hat ein Schwert in der Hand. Oh mein Freund, ich bin leider nicht schnell genug. Ich bin noch verletzt. Lass mich in Ruhe. Du bleibst jetzt stehen. Wir werden dich zum Tempel des Verdächtnisses bringen. Was? Zu welchem Tempel? Tempel der Zerstörung. Da haben wir eben noch den anderen hingebracht. Was? Eben noch einen anderen hingebracht? Tempel der Zerstörung? Nein, lass mich bitte. Das sah genauso aus wie du, nur in Blau. In Blau? Sagt mir nicht, Freunde. Das war Uri. Oh nein. Selber schuld. Was machst du auch als Junge auf einer Mädcheninsel? Hier dürfen nur Mädchen sein. Was? Mädchen. Was? Das ist nur Mädcheninsel? Das wusste ich doch nicht. Wir sind hier abgestürzt. Wir wollen nichts von euch. Wir gehen auch gleich wieder weg. Aber bitte gib mir Uri zurück. Nein, wer einmal auf der Mädcheninsel ist, bleibt auch auf der Mädcheninsel. Und da kannst du nur 10 Minuten überleben als Junge. Das ist richtig schrecklich. In den Tempel der Zerstörung? Oh Mann, wo habt ihr ihn da hingebracht? Oh nein, sag mir nicht. Sei aber leise, komm her. Nein, ich will da auch nicht hin. Bitte lass mich in Ruhe. Ich muss meinen Freund retten und danach gehe ich auch wieder weg. Versprochen. Ich glaube, das müssen wir erstmal zusammen besprechen. Ach, ganz genau. Okay, komm mit. Was? Freunde, was? Was machen wir denn da vorne, bitte sehr? Soll ich jetzt abhauen? Ich glaube, das wäre ein guter Moment. Soll ich versuchen? Oh nein, sie sind schon fertig. Ich bin nicht vorhin stehen geblieben. Okay. Was wollt ihr denn jetzt? Und haben wir einen Deal? Bitte, lass mich frei. Wir haben einen Deal. Das ist unser Tipp. Also. Wir haben nämlich noch nie einen Jungen gesehen. Und wir dachten uns, du kannst deinen Freund mal kurz sehen, wenn wir dich ganz genau betrachten dürfen, wie du so aussiehst. Freunde, oh nein, was passiert hier? Das will ich doch nicht. Du hast keine andere Option, sonst gehst du drauf. Was? Okay, jetzt zwingen die mich sogar dazu. Okay, stehen geblieben. Ich bin damit einverstanden. Oh Mann, die haben noch nie einen Jungen gesehen. Was wollt ihr denn sehen? Die Arme sind so breit. Ich habe ganz große Muskeln. Ja, ganz genau. Ich trainiere die immer. Musst mal anfassen. Hör auf damit. Was? Nein, das ist kein Speck. Das
Das sind hart trainierte Muskeln. Zeig mal dein Bäuchlein. Nein, das will ich nicht zeigen. Geht weg. Ich will jetzt Okri retten. Das reicht. Findest du, das reicht? Nee, ich denke nicht. Ich glaube, wir müssten noch mal ganz, ganz genau seine Lippen betrachten. Ja, mein Wasser geben. Okay. Freunde, nein, das geht zu weit. Was geht ab? Okay, pass mal auf. Ich will jetzt zu Okri gehen. Wo war er? Wo hat er sich versteckt? Okay, na gut. Jetzt zeigen wir die Okri. Komm mit. Mitkommen? Oh nein, Freunde. Ich werde jetzt wohl zum Tempel der Zerstörung gebracht. Der Tempel der Zerstörung. Was ist da eigentlich? Und warum sagt ihr, dass der so schlimm ist? Naja, weil jeder Junge dort nur 10 Minuten überlebt. Und mehr auch länger und nicht. Was? Warte mal. Habt ihr ihn etwa in Gefängnis gesteckt mit ganz vielen Monster? Nicht so viele Fragen und komm jetzt endlich mit. Freunde. Wir gehen jetzt zum Tempel der Zerstörung. Und diese Mädchen sind echt komisch. Schnell, aber wenn ich mal so nachdenke, gefällt mir das eigentlich. Haha. Oh Mann, Freunde, wo führen die mich hier bloß hin? Was ist denn das hier vorne? Das ist natürlich der Weg zum Tempel. Der Weg zum Tempel? Und warum sieht der so komisch aus? Warum sind hier so viele Druckplatten? Das ist ein Parcours, Kleiner. Kleiner? Ich bin genauso groß wie du, wenn nicht dann größer. Nein, niemals. Mach jetzt einfach diesen Parcours. Okay, und dann kann sonst ich wohl... Sonst wirst du heute niemals sehen, wenn du es nicht schaffst. Ich werde Okri nie wieder sehen. Oh Mann, ich muss diesen Parcours bestehen, damit ich zu diesem Zerstörungstempel komme. Und ich habe nur ganz wenig Zeit, meintet ihr ja, oder? Ja, ganz genau. Und der Parcours, der wird dich jetzt testen, ob du es überhaupt wert bist, bis zum Tempel zu kommen. Okay, ich weiß, was ich machen muss. Einfach rüberrennen. Dann und jetzt endlich an. Ja, 1, 2 und 3. Ich habe nicht viel Zeit. Und let's go. Ich hab's geschafft! Okay, das erste Hindernis hast du geschafft. Okay, wir machen sofort weiter. Das ist etwa eine Frage. Was steht denn dort? Was mögen Mädchen mehr? Ein XXL Lego-Set für 1 Million Euro. Oh, wow, wie cool. Ganz sicher, das was will ein Lego-Set toppen, Freunde. Oder Barbie-Puppen für 1 Million Euro. Ich weiß es ganz genau. Du musst dich jetzt entscheiden. Entweder A, Lego-Set oder B, Barbie. Das ist doch offensichtlich, oder nicht? Oh ja, das ist offensichtlich, Freunde. Was meint ihr? Schreibt's in die Kommentare rein. Es ist natürlich ein Lego-Set. Es ist Antwort A, Freunde. Warte mal. Warum schreiben alle B in die Kommentare? Ihr wollt mich veräppeln. Geh einfach rein. Ich soll reingehen? Genau. Ihr schreibt Stopp. Ich soll B nehmen? Nein, Freunde. Das sind Barbie-Puppen. Mädchen mögen keine Barbie-Puppen. Warte mal. Ich glaube, ihr habt recht. Stimmt, Mädchen mögen ja mehr Barbie-Puppen. Oh Mann, wie konnte ich das vergessen, Freunde? Oh, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist die richtige Antwort. Und ich nehme B. Bist du dir sicher? Ich bin mir ganz sicher. Und let's go. Es war richtig. Mann, du hattest recht. Schon wieder. Was? Du hast es geschafft, aber jetzt wird es richtig schwierig. Keine Fragen mehr. Jetzt wird es wirklich ernst. Was wäre denn passiert, wenn ich Antwort A ausgewählt hätte? Mal schauen. Und das war einfach Feldgras. Oh, wie fies. Egal, jetzt werde ich es ganz sicher schaffen. Das ist eine Schlucht, Freunde. Hier muss ich rüberspringen. Und zack, ich muss mich beeilen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Oh ja, wenn du dich nicht beeilst, dann ist gleich Okri schon... Oh, wir wollen gar nicht drüber reden, aber du weißt ganz genau, lang wird es nicht im Tempel der Zerstörung überleben. Das heißt, ich habe noch ganz wenig Zeit, Freunde. Ich muss mich so beeilen. Und was ist das hier? Ein Lava-Parcours mit Ventilatoren? Wie sieht's denn hier aus? Okay, ich habe keine andere Möglichkeit. Und oh, war das knapp! Du hast es wirklich geschafft. Du bist nicht schlecht. Aber du musst es weiter versuchen. Du bist doch nicht am Ende. Den nächsten Sprung schaffst du niemals. Oh doch, ich werde das schaffen. Ich werde es dir beweisen. Ich muss Okri retten. Und zack. Puh, ich hab's geschafft, Freunde. Und jetzt nur noch hier rüber. Und let's go. Oh Mann, das war knapp. Ich hab's geschafft. Okay, du hast es geschafft. Aber viel Zeit bleibt dir nicht übrig. Und jetzt musst du den stärksten und den schwersten Sprung überstehen. Okay, ich werd's schaffen. Und let's go. Ich trau mich nicht. Das sind Stacheln, Freunde. Egal, ich muss es nochmal probieren. Wie hast du es geschafft? Ich werd's auch schaffen. Puh, ich hab's geschafft. Du hast es noch lange nicht geschafft. Siehst du es dort vorne? Oh Mann, da ist ja schon der Tempel. Oh, wow, doch, ich werde es gleich schaffen. Und das nächste Hindernis, was ist das denn bitte sehr? Hier ist wieder so eine Lavaschlucht. Ich muss hier rüber. Und zack, perfekt, ich hab's geschafft. Was ist das bitte sehr? Das ist der abgrundtiefe Zerstörungstunnel. Oh nein, ich muss hier irgendwie rüber. Und hier sind schon wieder solche Ventilatoren. Ey, ihr habt es mir echt schwierig gemacht. Wer hat das hier überhaupt gebaut? Okay, ich muss das ja schaffen. Auf 3, 2, 1 und 0, Freunde, let's go.
Puh, das war knapp. Das war ja mal gar nichts. Die nächsten schaffst du niemals. Was? Okay, ich muss die ganze Zeit. Bisher war es nur einfach, aber jetzt wird es richtig schwierig für dich. Oh, okay, es wird schwierig. Was ist denn das hier vorne? Gratis 100 Stacks Redstone. Wow, let's go. Ich hab's wohl geschafft, dass die Belohnung, ihr habt mich veräppelt. Ich kann mir Redstone gönnen. Freunde, was meint ihr? Soll ich die Kiste öffnen? Natürlich, da sind so viel Redstone drin. Ich will das alles kriegen. Ihr schreit schon wieder Nein rein. Oh nein, jetzt wollt ihr mich doch wohl veräppeln, Freunde. Ich will die Kiste öffnen. Da ist so viel Redstone. Was meint ihr? Soll ich die öffnen? Ich glaube, sie gönnen dir das Redstone einfach nicht. Ja, ganz genau. Meine Zuschauer gönnen mir das Redstone nicht. So viel Redstone und das alles für dich alleine. Denk mal drüber nach, wie viel du dann hättest. Oh ja, ganz genau. So viel Redstone. Ich liebe Redstone. Oh ja. Damit könntest du dir bestimmt einen Freund freikaufen. Mein Freund freikaufen mit ganz viel Redstone? Warte mal, ihr wollt mich doch jetzt hier gerade nicht von etwas überzeugen, oder? Nein, würden wir niemals tun. Ihr wollt mich doch gerade manipulieren. Ihr wollt, dass ich die Kiste öffne. Manipulieren nicht gegenseitig jemanden. Freunde, wenn ihr auch glaubt, dass die beiden mich manipulieren wollen, lasst jetzt alle ein Like und ein Abo da. Sonst öffne ich die Kiste. Okay, ihr habt 3 Sekunden Zeit. Und 3, 2, 1 und 0. Hä? Ihr habt alle Like und Abo da gelassen. Doch, alle. Aber du kannst die Kiste trotzdem öffnen. Die lügen nur. Willst du kein Redstone haben? Meine Zuschauer lügen ganz bestimmt nicht. Ich werde die Kiste nicht öffnen. Und alle hatten die Kommentare geschrieben, Freunde, dass da drunter TT ist. Jetzt sehe ich es auch. Oh Mann, die wollten mich einfach veräppeln. Aber ich darf denen nicht sagen, dass ihr mir im Geheimen helft. Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt weiter. Na gut, dann öffne ich für dich die Kiste und zack. Ja, shit, da ist ja ganz viel TNT. Ihr wolltet mich reinlegen. Ja, das, du hast recht. Da war TNT unten drin. Aber na gut, irgendwie hast du es herausbekommen. Oh ja, ganz genau. Oh, Freunde, nur dank euch. Okay, ich muss jetzt weitermachen mit dem nächsten Hindernis. Was ist das denn bitte, Sepp? Wie soll ich hier etwa rüberkommen? Das ist der unmöglichste Sprung, den wir je gebaut haben. Du kannst es einfach nicht schaffen. Oh, stimmt, das ist ein 5-Blöcke-Jump. Das ist unmöglich. Oh Mann, wie viel seid ihr denn bitte sehr? Aber was ist das da vorne? Freunde, seht ihr das auch? Ich muss mich beeilen, sonst läuft die Zeit ab. Das sind Partikel. Sind das für ein Partikel? Das gar nicht. Es gibt bestimmt einen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Du willst mich doch schon wieder veräppeln. Das sind Fin-Partikel. Ich sehe es doch ganz genau. Warte mal. Wow. Habt ihr es gesehen? Ich kann hier einfach rüber wahrscheinlich. Und let's go. Ich hab's geschafft. Du hast es geschafft. Die Ventilatoren gesehen, aber du bist noch nicht ganz oben. Ganz oben? Okay, ich muss jetzt ganz nach oben rennen, damit ich Ukri retten kann, Freunde. Simlucky, ab jetzt lassen wir dich alleine nach oben gehen zu diesem Tempel der Zerstörung. Viel Spaß. Ja. Du gehst deinen eigenen Weg jetzt. Oh nein, oh Mann. Okay, dann lass mich in Ruhe. Ich werde es schaffen, diesen Tempel hochzuklettern. Oh Mann, schaut ihn euch an, wie riesig der ist. Okay, und tschüss. Oh Mann, der schafft das eh niemals. Doch, ich werde das schaffen. Das habe ich gehört. Oh, jetzt sind sie weg, Freunde. Jetzt bin ich ganz alleine. Ich werde da hochkommen. Und, oh, mein Freund, das ist echt schwierig. Ich habe gar keine Puste mehr. Oh, Mann. Oh, ich habe keine Puste mehr, Freunde. Was soll ich machen? Aber ich muss es schaffen. Ich muss Ukri retten. Ich muss hoch. Und, puh, ich habe es endlich geschafft, Freunde. Ukri. Wo bist du? Warte mal, seht ihr das auch, Freunde? Da ist einfach ein Worm. Okay, ich muss jetzt ganz, ganz leise sein. Was kriegst du davon, du Junge? Was? Freunde, das war doch jetzt gerade eben nicht das Mädchen da oben. Ist da etwa Ukri? Ukri, wo bist du? Hilfe, ich sehe nichts. Ukri, da bist du ja. Ich sehe. Oder ich darf mich nicht bewegen, Freunde. Ich darf mich nicht bewegen. Ich hoffe, der Worm frisst dich auf. Was? Oh Mann, wie fies das Mädchen da oben ist. Ukri, ich darf mich nicht bewegen, Freunde. Was geht hier bitte sehr ab? Oh nein, ich muss leise sein. Simlucky, bist du das? Ukri, ja, ich bin es. Schnell weg hier, Ukri. Wir müssen abhauen. Oh nein, wow. Ukri, wir müssen schnell weg. Wir müssen hier weg, Ukri. Wir sind auf Erde, nur Mädcheninsel. Ukri, wir müssen weg, Freunde. Renn weg, Ukri. Nein, attackier doch nicht, Ukri. Was machst du? Warum wird er fressen? Freunde, falls ihr mehr Videos zusammen sehen wollt, lasst ein Abo und ein Like da. Und Ukri, wir müssen hier schnell wegrennen, sonst gehe ich drauf. Oh Mann.
Mann, rennen Sie, Blacky, rennen. Ich habe 20 Minuten gegen den Warden gekämpft. Oh ja, okay, ich muss schnell weg. Hier sind auch noch Skelette. Wir müssen verschwinden vor der nur Mädcheninsel. Oh Mann, Freunde, hier ist es so schrecklich. Okay, Freunde, drück schnell aufs nächste Video, damit wir hier verschwinden. Nein! Renn, Sie, Blacky. Und jetzt tschüss, Freunde, aufs nächste Video drücken. Lasst ein Like da. Ciao. Ciao, Freunde, drück aufs nächste Video. Ciao, ciao.